ولا تذروا فرجات للشيطان، أتموا صفوفكم، أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف الأخير. Der Bruder hat recht, richtig. Du hast recht, die müssen hierher kommen, weil der Imam ist da und alle, die auf die linke Seite von Imam sollen einfach zur rechten Seite kommen. So bitte macht die Reihe gerade, wie wir besprochen haben, immer. Mach Knöcheln an Knöcheln, Füße an Füße und Schulter an Schulter, damit die Reihe gerade wird. Muhammad sallallahu alaihi wasallam verwarnt uns richtig scharf, wenn wir die Reihe nicht gerade machen, nicht wie wir uns vorstellen, aber wie er uns das lassen. Nicht unsere Vorstellung, weil Ibadah ist waf. Von Allah, nicht von uns. Nicht von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alles Wahi von Allah. Dann müssen wir so machen, wie er für uns vorgeschrieben hat und beschrieben hat. Und Beschreibung von dieser Ibadah, das wird das Sufuf, die Reihe gerade machen, ist eine Anbetung. Es ist eine Ibadah. Das ist nicht eine nur Sunna oder so freiwillig. Das ist eine Ibadah, der vorgeschrieben und beschrieben, eine Beschreibung gibt, dass wir Knöcheln an Knöcheln, Füße an Füße und Schulter an Schulter. Und bitte, beachte deinen Fuß. Sag das. Und ich würde das, Muhammad s.a.w. hat jahrelang das gemacht, bis seinem Tod. Bis zu seinem Tod hat das gemacht. Hat denen das abgeklärt. Steht in Sahih Bukhari, steht in Mutter Imam Malik, steht in Sunan Abi Dawud, Ibn Majah, etc. Da steht in jedem Buch viele Hadithe darüber. صلى الله عليه وسلم seine Gefährten Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali رضي الله عنهم جميعا auch die Nachfolgenden und so weiter. Wir müssen das genauso machen, Knöcheln an Knöcheln, Fuße an Fuße, und beachte, dass dein Fuß nicht in andere Richtung geht. Das ist keine Qibla, lieber Bruder im Islam. Qibla ist jetzt vorne, so. Dann darfst nicht sie Ost oder West machen. Mach deine Fuße genau in Richtung Qibla, so wie dein Körper. Wenn du sagst nein, dann bitte mach deinen Kopf so, wenn du betest, und nicht gerade. Das ist genau deine Füße, so wie dein Kopf, so wie deine Schulter. Alles muss gerade in Richtung Qibla. Barakallahu fikum.